Hallo, hallo, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Preußen-Magazins. Wir hoffen natürlich, dass wir wieder ein unterhaltsames und krisenresistentes Programm für Sie zusammengestellt haben. Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast. Ich gebe Ihnen mal ganz kurz die Eckdaten. Er ist 26 Jahre alt, 1,93 Meter groß, hat in dieser Saison 8 Spiele für den SC Preußen Münster gemacht, die meisten nicht über die komplette Spielzeit, hat aber trotzdem schon 3 Tore erzielt und eine Vorlage gegeben. Die Rede ist von Rogier Krone, besser bekannt als Rocky. Hi, hi. Grüß dich. Vielleicht kommen wir erstmal auf deinen Namen tatsächlich zu sprechen. Wie wirst du denn jetzt genannt? Also wirst du schon immer Rocky genannt oder erst hier beim SC Preußen? Nee, das seit ich in Deutschland Fußball spiele, haben die mich Rocky genannt, weil mein Vorname ein bisschen schwer auszusprechen ist. Okay, aber ich habe gerade richtig gemacht, Rogier. Ja, fast. Okay, fast. Dann darf ich Rocky sagen? Genau. Ich sag Rocky. Sagen die in der Mannschaft auch Rocky zu dir? Ja. Okay, deine Freundin zu Hause auch? Nein. Kommen wir vielleicht ganz kurz auf die aktuelle Situation zu sprechen. Gestern Pokal gegen Augsburg. Ihr habt 3:0 verloren. Ja, wie war da die Stimmung heute im Team? Ja, kann natürlich immer besser, natürlich. Mhm. Hatten natürlich auf mehr gehofft. Mhm. Ja, 3:0 war natürlich ein bisschen schade. Mhm. Und ja, gestern war wenig zu hoffen für uns. Bist du denn, wenn du so ein Zwischenfazit ziehst, von deiner persönlichen Bilanz erstmal zufrieden? Also wir hatten da im Vorhinein schon mal kurz drüber gesprochen. Du hast im Endeffekt 260 Minuten circa gespielt und 3 Tore gemacht. Und du hattest uns vor der Saison mal gesagt, in jedem Spiel, in dem du spielst, möchtest du auch ein Tor machen. Wenn man das jetzt umrechnet, hast du 3 Tore und 3 komplette Spiele. Bist du da mit deiner persönlichen Zwischenbilanz erstmal so zufrieden? Ja, von den Spielminuten her kann es natürlich immer mehr. Mhm. Natürlich will man als Spieler jedes Spiel auf dem Platz stehen und die 90 Minuten vormachen. Mhm. Aber ja, letztendlich habe ich jetzt, ja, wie gesagt, 260 Minuten ungefähr gemacht und 3 Tore. Mhm. Da bin ich mir zufrieden. Vielleicht gucken wir uns mal den ersten Beitrag an. Du saßt gestern auf der Bank. Andere Spieler vom SC Preußen, die müssen natürlich ab und zu bei so einem großen Kader auf die Tribüne. Und wir haben mal einen begleitet, der aufgrund einer Verletzungspause 4,5 Monate auf der Tribüne Platz nehmen musste. Kevin Schöneberg. Ich treffe Kevin Schöneberg 2 Stunden vor Anpfiff der Partie gegen Stuttgarts U23. Ganze 4,5 Monate konnte der Rechtsverteidiger aufgrund einer Schambeinentzündung nicht mehr mitwirken. In dieser Zeit hat Kevin während der Heimspiele als Repräsentant des Vereins mitgewirkt. Heute prüft er gemeinsam mit Philipp Rühe die Einlaufkits und ihre Fähigkeiten am Ball. Wie alt seid ihr denn hier alle? 8. 8? 11. Ihr spielt auch so in einer Mannschaft oder seid ihr zusammengewürfelt? Kevins Einlaufkinder sind zusammengewürfelt. Doch am Ball zeigen alle ein gewisses Talent. Das Urteil des Profis nach den Übungen fällt ganz klar aus. Ja, meine Mannschaft hat ja hier jeden Durchgang gewonnen. Von daher würde ich sagen, also ihr habt auf jeden Fall alle bestanden, ihr Blauen. Super. Schnell noch ein Erinnerungsfoto mit den Kindern, dann geht's ins Preußenstadion. Kevin hat 2 Freunde zum Spiel eingeladen, eine kurze Stärkung und los geht's. Die Partie beginnt nicht gerade gut. Wie gesagt, wir haben uns vorher auch schon 2-3 Chancen rausgespielt und die machen dann mit dem ersten Schuss aufs Tor, machen sie es 1-0 und das ist natürlich der absolute schlechteste Start, den wir uns jetzt hier vorstellen können. Wir haben uns so viel vorgenommen und dann läufst du an, hast selber 3-4 gute Möglichkeiten vorne, die man nicht so gut zu Ende spielt und dann quasi im Gegenzug kriegst du es 1-0 und läufst wieder hinterher. Immer mittendrin hier bei den Leuten. Du kriegst ja auch viel mit, was sie so erzählen. Wie ist das so für dich, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, der und der Spieler ist ja richtig scheiße, was er gerade gespielt hat? Wie ist das für dich? Schaltest du da ab oder? Ja, teils, teils. Also man kriegt das ja schon gut mit und dem einen oder anderen muss ich dann auch schon mal kurz zurechtweisen und dann sind ja auch allgemein hier im Umfeld ein bisschen ruhiger, aber man kann natürlich nicht alles hier mitmachen lassen oder wenn die hier sinnlos irgendwelche Spieler beschimpfen, selbst bei einem 0-0 und wir spielen nicht direkt nach vorne, was manchmal halt nicht erforderlich ist oder einfach nicht geht, aber von 10.000 Leuten hast du dann hier 9.000 Trainer sitzen und da ist es nicht ganz so einfach, ne? Aber zum Glück ist es jetzt in dem Spiel noch früh genug und wir können es noch absolut drehen. Mit einem 0:2 Rückstand geht's in die Pause. Pfiffe im Preußenstadion. Ist natürlich immer scheiße, wenn du ein Spiel in die Kabine gehst, die Fans pfeifen, dann weißt du genau, so die Halbzeit war nicht so positiv, du liegst 2-0 hinten.
Aber wenn du dann rauskommst und machst ziemlich zügig das 1-2 und bist wieder dran, dann kommen die Fans automatisch wieder, weil die wollen natürlich dann auch noch den Ausgleich haben, wenn nicht dann auch den Sieg. In der 54. Minute dann der Anschluss durch Dennis Grote. Ja, ist das gut! Neue Hoffnung für die Preußen, auch bei Kevin Schöneberg. Besser kann man, wenn das Tor nicht sitzt. Hey. Konntest du schon sehen, wo er so geschossen hat, das Tor war gar nicht da. Doch Stuttgart erhöht in der 70. auf 3-1. Enttäuschung beim Rechtsverteidiger. Jeder weiß, dass das Spiel dann, wenn es so ausgehen sollte, scheiße war. Und dann bringt es ja auch nicht mehr viel, wenn der ein oder andere noch kommt und dich dann abklatscht und sagt Kopf hoch. Also ich bin dann auch so, ich will dann ein bisschen gar nichts hören nach dem Spiel, wenn ich so ein Spiel gerade hinter mir habe. Und wir wissen ja sowieso, unsere ganze Situation jetzt die letzten Wochen waren einfach nicht positiv. Und das ist natürlich jetzt, sage ich mal, der absolute Negativpunkt der letzten Wochen. Es bleibt dabei. Münster verliert mit 1-3 und Amaury Bischoff aufgrund einer roten Karte. Den kritischen Fragen der Medienvertreter muss er sich heute nicht stellen. Ich bedanke mich bei Kevin und wünsche ihm viel Erfolg für seine Rückkehr auf den Platz. Doch leider ist der Rechtsverteidiger nun wieder für 3 Spiele zum Zuschauen verdammt. Ja, da haben wir uns natürlich kein gutes Spiel ausgesucht mit Kevin Schöneberg auf der Tribüne. Aber Kevin hat da auf jeden Fall vollen Einsatz fürs Team gezeigt. Vielleicht aus deiner Warte, du hast Kevin Schöneberg die ganze Zeit zwar im Training erlebt, aber natürlich erst seit 2 Wochen irgendwie wieder auf dem Platz. Ist das so, dass der Mannschaft jetzt auch wieder hilft, weil der ja schon auch jemand ist, der ein bisschen lauter wird, ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich immer Streit, immer bissig auf dem Platz. Mhm. Und ja, reden natürlich ganz viel. Mhm. Ist auch wichtig natürlich, um die Mannschaft zu helfen. Mhm. Ja, natürlich auch mit dem Gegner, um den Gegner aus dem Spiel zu nehmen. Mhm. Aber das gehört bei ihm. Du hast ganz früh angefangen eigentlich mit Fußball und auch eigentlich schon auf einem relativ hohen Niveau. Ja. Du hast beim FC Groningen, bei einer Profimannschaft, seit deinem 10 Jahren, D1 bin ich angefangen. D1 gespielt. Also für dich war schon immer klar, dass du Fußballprofi wirst? Oder hat Rocky Krone noch andere Sachen in petto gehabt? Natürlich hofft man als kleiner Junge, dass man Fußballprofi wird. Aber die letzten Jahre habe ich dann auf Regionalliga und Oberliga-Niveau gespielt. Mhm. Und damals bin ich dann eine Ausbildung angefangen, um doch etwas nach dem Fußball zu haben. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Als Physiotherapeut. Physiotherapeut, okay. Genau. Du hast die letzte Saison, war wahnsinnig erfolgreich für dich in Kloppenburg. 24 Tore, ja, eigentlich 25. Ein falsches Tor. Ein ins falsche Tor. Hast du in der letzten Saison schon mitgekriegt, kamen da schon andere Teams auf dich zu? Hast du schon geschielt vielleicht in der letzten Saison, dass da eine Liga es mal höher gehen könnte? Ja, natürlich. Wenn man als Stürmer erfolgreich ist, dann können natürlich immer Vereine auf dich zukommen und fragen von, ja, was ist los und was passiert nächstes Jahr? Und ja, letztendlich hat es geklappt mit Preußen Münster. Ja, viele junge Männer sind noch nicht so weit wie Rocky Krone. Sie arbeiten noch an dem Traum, Fußballprofi zu werden. Und wir waren mal mit der U14 von Preußen Münster unterwegs im Trainingslager. Da haben sich die ein oder anderen Kids gefunden, die auch nur einen großen Traum haben, und zwar irgendwann mal im Preußenstadion zu spielen. Die U14 des SC Preußen Münster weilte vor ein paar Tagen im Trainingslager in Ostbevern. Und genauso wie bei den großen Vorbildern holte sich das Team den letzten Feinschliff für die Saison. Die Nachwuchskicker wollen so schnell wie möglich in die Fußstapfen von Stefan Kühne und Co. Davor die Jahre habe ich ja auch schon in anderen Vereinen gespielt und da war man auch mal im Trainingslager. Aber man lernt eben die Mannschaft besser kennen und spielt mit denen dann besser zusammen und sowas. Fürs Teambuilding ist es enorm wichtig, dass wir mal rauskommen, dass die Jungs sich kennenlernen, dass wir mal abseits des Fußball auch was unternehmen. Wir machen zum Beispiel heute Abend, gibt es einen großen Minigolfturnier hier an der Anlage hier drüben, und ja, das ist halt enorm wichtig, weil die lernen sich so kennen, auch außerhalb des Fußballs, und das brauchst du halt auch, um als Mannschaft zusammenzuwachsen. Minigolf also als Ausgleich, doch der Fußball behielt in Ostbevern die zentrale Rolle. Hier in der Idylle konnten die Trainer auch einmal auf spezifische Fehler hinweisen. So, wenn Sebu ihn da stellt auf der Seite, dann muss der Zweite dazukommen. Ja? Wenn er ihn stellt und er zögert, dann müssen wir dran gehen. Was haben wir gesagt? Wie stelle ich?
Nach außen hin. Ja, um ein Armlänge Abstand. Ich verlagere den Schwerpunkt. Ich bin auf den Ballen drauf. Ja? Vorne, Vorderfuß. Und der zweite kommt dann dazu. Aber das habe ich Arme nicht gesehen. Da muss es klatschen. Die Ansagen des Trainergespanns können also auch einmal klarer und lauter werden. Gerade dann, wenn es um die Ruhephasen im Trainingslager geht. Sind die Regeln hier im Trainingslager härter? Ich habe gerade gehört, jetzt in der Ruhephase, wenn ihr euch aufs Spiel vorbereiten sollt, bleibt die PlayStation aus. Sind die Regeln hier schon hart? Also nein, nicht wirklich. Aber wir spielen eben alle gerne PlayStation und sonst konzentrieren wir uns nicht mehr aufs Spiel. Und jetzt sollen wir uns eben gut aufs Spiel vorbereiten und das ist wichtig. Die PlayStation blieb also aus und vielleicht träumte so mancher in der Ruhephase von einer großen Karriere beim SC Preußen Münster. Denn bei den Adlerträgern, so versicherten die Beteiligten, ist es doch am schönsten. Wir arbeiten mit ausschließlich talentierten Jungs zusammen, ja. Die Arbeit macht Spaß, alle sind motiviert und das Umfeld ist auch echt gut. Also ist schon schön hier zu spielen, vor allem ein Club in der Nähe und na klar, Preußen Münster, richtig guter Verein, gute Trainer, deswegen macht super Spaß. Ja, Rocky, aufgrund deiner Erfahrungen im Juniorenbereich bei einem Profiverein, hast du irgendeinen Tipp, den du so den Jungs geben kannst, U14? Da hat jedes Training konzentriert arbeiten, immer Ball dabei haben und ja, konzentriert arbeiten. Und nicht so viel PlayStation spielen, wie sie schon im Bericht gesagt haben. Genau. Okay. Rocky, vielleicht kommen wir am Ende der Sendung noch so ein bisschen dazu. Was machst du privat in Münster? Was macht Rocky Krone so? Ja, Hobbys? Umzug ist jetzt fertig. Mhm. So, jetzt kommt ein bisschen die Freizeit, ne, wenn man hat. Und dann ja, schön mit Freunden in die Stadt fahren und mal schauen, was da alles machen kann. Und, ja. Vermisst du irgendwas? Also jetzt ist Holland nicht besonders weit. Vermisst du irgendwas typisch Holländisches hier in Münster? Nein, nicht unbedingt. Schöne Stadt, kann man fast alles kaufen, glaube ich. Und ja, wie gesagt, Holland ist nicht so weit weg. Gut, also du fühlst dich wohl. Eigentlich sind die Bedingungen gut. Du fühlst dich auch genau. Im Team wohl. Ja. Kannst du uns vielleicht so am Ende der Sendung noch ein bisschen Mut machen für die kommenden Wochen und den SC Preußen Münster? Tja, wir geben natürlich alles jetzt, die ganze Mannschaft gibt Gas und wir versuchen dann am Samstag mal wieder die 3 Punkte wieder mitzunehmen. Ja. Mit Roger Krone auf dem Feld, oder? Ich hoffe. Du hast. Okay, belassen wir es dabei. Ja. Vielen Dank, gerne, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Es ist aber noch nicht ganz vorbei. Wir haben nämlich noch einen Beitrag für Sie im Programm und zwar sozusagen als Verabschiedung. Da geht es um eine wirklich gute Sache und zwar um die Aktion Adlerherz. Ich sag schon mal Tschüss. Wohl jeder Preußen-Fan hat sie schon einmal gesehen. Die Spieltagsplakate, entworfen von Malte Müller. Die Bilder des Jungdesigners werden seit dieser Spielzeit als Leinwanddrucke auch versteigert. Und zwar für den guten Zweck. Die Idee kam 2009 im Westline-Forum auf, dass man, als noch nicht so viele Zuschauer vor Ort waren, mal ein bisschen mehr Werbung machen müsste. Und da ich schon immer das als Hobby hatte, so mit Photoshop rumzubasteln, habe ich mir gedacht, komm, setz dich mal dran. Ja, und dann sind die Entwürfe rausgekommen. Ist schon was Besonderes. Also wenn man hier überall jetzt erwähnt wird, gerade der Auftritt, war schon schön. Malte Müller ist stolz und Rainer Schwital ist froh über diese Kooperation zwischen dem Verein und der Kinderkrebshilfe Münster. Das ersteigerte Geld fließt direkt in eins der zahlreichen Projekte der Kinderkrebshilfe. Wir haben also in Münster die Station, in der Uniklinik, die Kinderkrebsstation. Und wir unterstützen die Station zum Beispiel mit einer Maltherapie, mit einer Kunsttherapie. Einfach aus dem Grund, weil so eine Chemobehandlung nicht 2-3 Wochen dauert, sondern auch bis zu 2-3 Jahre dauern kann. Und da brauchen die Kinder mal ein bisschen Abwechslung, mal eine bisschen andere Idee, als Beispiel da unsere Kunst- und Maltherapie. Während sich die Spieler des SC Preußen ja mit Druck ganz gut auskennen, ist sein Gebiet die Drucktechnik. Thomas Brück, der Werbetechniker, ist Mitinitiator der Aktion Adlerherz. In Zusammenarbeit mit Malte Müller, dessen Plakate ja vorher schon in der Geschäftsstelle vor den Spielen abzuholen waren, kamen wir halt auf die Idee, weil diese Dinger sehr gefragt sind, die zu versteigern. Und läuft auch sehr gut an. Bei so viel gemeinsamem Engagement für den Verein Kinderkrebshilfe kann doch eigentlich noch einiges mehr entstehen aus der Aktion Adlerherz. Also wir hoffen, dass es noch über die Plakataktion hinausgeht. Und zwar habe ich gerade erfahren, dass geplant ist auch mal so ein Kinderaktionstag für betroffene Kinder, dass sie dann Trikot kriegen und Schal kriegen und die freuen sich riesig darüber. Weil die Kids, die wir da haben, die sind 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre alt, wäre eine super Aktion.